Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Was? Ich hab die Knöpfe gedrückt, aber Hauptsache du kriegst Punkte. Ja. Willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Portal 2. Mein Name ist Zonnel P und ich habe heute einen Gast dabei. Wer ist denn heute dabei? Hallihallo, ich bin der Recki und super, dass ich dabei sein darf. Ja, das ist natürlich richtig cool. So, uns wurde gesagt, wir sollen zuwinken. Du hast das schon gemacht. Mal gucken, Q. Und ja. Dann. Hallöchen. Endlich die Koop-Version. Die ist so geil. Ein Ping-Tool. Wähle mein Lieblingstier aus. Was haben wir denn hier? Ein hässliches Stachelschwein. Beachte die Auswahl deines Partners. Geil. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Ja, genau die richtige Frage für mich. Ja, ich weiß. Perfekt. Was ist dein Lieblingsding? Ich kenne eh alle nicht, aber... Warte mal, was ist denn das Ping oben, ne? Den. Gut, okay. Nehmen wir mal den. Ich glaube, nur einfach F drücken. Das ist einfach nur Ping. Ja, genau. HG, Halogenium oder so? Wie gesagt, frag mich nicht. Wo das Portal platziert werden kann. Genau, in der Mitte ist ein Auge. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Na gut, das hilft natürlich am Anfang zum Üben. Okay. Ich probiere es mal einfach. Genau. Und mach einfach mal. Ich mach mal auch hier. Mal Portal. Wo muss ich denn hin? Da hinten rüber, ne? Wie? Scheint geklappt zu haben. Ah, hier muss man drauf achten, jetzt sind andere Portalfarben. Na, du hast Orange und Rot, ne, glaube ich. Sieht man jetzt nämlich. Ja, genau. Und ich habe Blau und Hellblau oder andersrum, Dunkelblau und Hellblau. Hat nun ein Portalgerät. Endlich habe ich mein Portalgerät, wieder Zeit. Endlich, ja. Ja. Ich glaube, jetzt kann man meine sehen hier. Ich habe das mal hier so extra hingemacht, wo man gucken kann. Genau, da sieht man die. Kannst du ja auch, glaube ich, einen Knopf drücken, ja. Damit du meinen Bildschirm siehst. Das ist das Geilste überhaupt, die Funktion, denn das braucht man auch später bestimmt, also hundertprozentig. Denn ich kann ja nicht immer irgendwo ihn sehen, aber mit Tab unten rechts sieht man richtig cool seine Sicht. Als wären wir live dabei. Ja, da kann ich dich immer spionieren, du. Und sehen, was für ein Bullshit du machst. Beziehungsweise andersrum, glaube ich. Ja. Und jetzt kommt das Geilste hier überhaupt. Ich drücke einen Knopf und er muss durch. Wow, das ist der hammermäßige Koop-Modus überhaupt. Keine Abweichung erkannt. Ich hatte schon Angst, dass du mich da einsperrst. Nee, noch nicht. Noch nicht. Erst später, wenn du mich in Stacheln fallen lassen kannst oder so. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Ah. Ach so. Genau, jetzt müssen wir richtig anfangen, hier Koop zu arbeiten. Jetzt müssen wir hier die grauen Zellen anstrengen. Und ich glaube, deine Zuschauer sind von dir schon verwöhnt, dass du alles so locker hinkriegst. Ja, deswegen habe ich mir Unterstützung geholt, erstmal denken, damit das länger dauert. So, und das ist... Anti-Unterstützung. Achso, jetzt kommt...
Achso, einfach Cube. Ah, jeder holt den Kubus von dem genau. anderen, also im Prinzip. Gewichtete Würfel kalibriert. Keine die kalibriert zu viel. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. So, und wo kommt der hier? Ah, der fällt hier ganz gnadenlos. Ja. Oh, der ist aber auf dem Wasser hängen geblieben irgendwie. Gut gefangen. Ja. Ja, danke, dass du mir geholfen hast. Die Gesten sind auch so geil. Ja, was gibt's denn hier überhaupt? Was können wir uns mal angucken? Achso, und mit F kannst du ja auch pingen und du kannst auch, glaube ich, nach oben drücken, dann machst du diese Zeit. Genau. Dann kannst du nämlich... 3, 2, 1, go. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall später. Erstmal gucke ich kurz, was haben wir denn hier? Wave haben wir schon gemacht. Was ist das? Dancen oder so, ne? Yeah. Muss man ja mal gucken. Achso, Papier, Stein, Schere können wir zocken, ne? Ja, ich glaube, dann müssen wir zusammen sein, ne? Weil wir jetzt gerade getrennt sind noch voneinander. Ich komme da nicht durch. So, dann mal gucken. Jetzt, also ich mache jetzt aber, wir üben schon mal das Ping-Tool. Dann, ding, ding, ding. Nur, dass er trotzdem ewig gefangen. Braucht, aber naja. Jetzt komme ich da nur nicht durch. Ich weiß nicht, ob von der anderen Seite kann ich das ja gar nicht machen. Achso, warte mal. Warum kannst du mir das ausmachen? Was mache ich denn? Kann ich mich hier draufstellen? Nein. Guck mal, hier fängt schon an. Leichteste ja, ne? Rätsel. Das ist der direkte Anfang und ich habe keinen... Achso, ich weiß was. Gib mir den Kubus hier durch. Ach. Ja, da ist ja so ein Fenster. Das ist nicht nur zum Winken da. Der hat er gerade gehabt. Achso, du hast E gedrückt. Ne, bestimmt auch wieder. Ja, ich... Und dann hast du mir das wieder aus der Hand geklaut. Ich wollte den loslassen. Ja. Und ich drücke die ganze Zeit Shift, weil ich hier rennen will, weil es bei einem anderen Spiel Talos so geht. Ja, ich glaube, die Zuschauer von mir wissen das. Die können sich noch daran erinnern, in der ersten Folge. Ich habe Rennen versucht, ich habe versucht, mit Linksklick immer alles aufzuheben. Das hat alles nicht geklappt. So, da kann ich schon mal ein Portal machen. Und dann, achso, dann kann ich dich da hochleiten. Ha. Und der Knopf? So, und ich kann eigentlich nur den Knopf drücken. Endlich. Macht er das hier hoch? Ich glaubte schon, nie mehr testen zu können. Du. Ey, das war die letzte Tüte. Vom Guten. Schluss jetzt. Oh ja! Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch, eindeutig. Aber jetzt können wir Papier, Stein, Schere spielen. Genau. 3, 2, 1, yay. Und? Ihr meint doch nicht, dass das einen Sinn... Gewonnen! Wie du dich dabei eine Runde drehst. Ja. So, ich bin orange, also muss ich hier rein. Im anderen Pott. Genau. Genau. Genau so. Ah, oh, das ist so schön. Boah, ich liebe diesen Koop-Modus. Ja, der ist so geil. Gibt so wenig Spiele, wo man wirklich zusammenarbeiten muss. Und wie du schon in deinem Let's Play gesagt hast, Talos, das hätte ein Koop voll verdient gehabt. Boah, das wäre auch so, das wär so geil gewesen. Gerade weil die sind, aber ich muss sagen, ne, auch hier ist das ja, du hast zwei Portale die ganze Zeit, jetzt hast du vier, das ist auf einmal so ein Riesensprung. Ja, richtig Brainfuck. Und in Talos, wenn du dann mehrere Sachen hochhalten und in der Hand halten und so ein Zeug, boah. Hier stehen nun alle Tests zur Auswahl. Zu ihrer Unterstützung wurden alle Sicherheitsvorkehrungen in den Testkammern deaktiviert. Ja, wie man jetzt auch in meinem, ne, jetzt da oben sieht, habe ich schon 40.000 Schritte hinter mir. Also ich habe es noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie die da hinkommen, die 40.000 Schritte. Wirklich noch nie. Nein, aber auf jeden Fall werden wir natürlich alles normal durchgehen. Ich weiß zwar nicht, wo die alle sind, aber auf jeden Fall haben wir schon mal eins gefunden. Teamaufbau. Na gut, dann müssen wir uns also jetzt aufbauen lassen. Wow, war das schon immer so? Naja, beim ersten Mal wahrscheinlich achtet man nicht drauf. Beim ersten Mal ist nur eins frei, ja? Ja. Ja, dann fangen wir mit eins mal an. Also ich nehme mein Portal. Ey, geh zu. Ach, war schon. Jetzt macht es auch endlich Sinn, wenn wir sterben, dass wir einfach neu aufgebaut werden. Bei den Menschen ist immer lustig, dass wir jedes Mal ein neues Testobjekt spielen. Es wird ja immer dann nur neu geladen und gar nicht richtig storymäßig erklärt. Ja, genau. Und hier? Wie es so typisch ist. Und hier ist es im Prinzip richtig erklärt. Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Na gut, wir sind also schon voll teamarbeitfähig.
Also der Knopf macht die Tür auf. Habe ich genau gesehen. Ja. Ob der da durch muss, weiß ich noch nicht. Wir können uns ja... Weiß ich auch noch nicht. Ah, jetzt steht auch Aber Tab für bei Partner. Bei mir wird gerade angezeigt... Genau, bei dir auch, ne? Ja. Ich kann hier zwei Portale machen, aber was bringt mir das bisher? Ach so, halt. Ja, mich reinholen, ne? Genau. Und dann kann ich hier die Tür öffnen. Orange erhält 5 Kollaborationspunkte. Warte, ich habe die Knöpfe genau. gedrückt, aber Hauptsache du kriegst Punkte. Ja, so ist das doch, oder nicht? Ist doch richtig. Ja. Hervorragend. Guck nicht so. Spitzenleistungen sind immer das Ergebnis von Teamarbeit. Aber vergesst nicht, wie bei Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Was? Dann mache ich dich kalt. Aber Hauptsache... Nee, beachte mal hier dieses Symbol. Also wir müssen beide vor der Tür stehen, nur dann geht sie auf. Das ist echt cool gemacht. Ja, genau. Richtig Liebe zum Detail. Ich glaube, jetzt geht's nicht mehr weg, ne? Nee, jetzt weil geht's nicht mehr weg. Am Anfang ist aber ein XS dran. Wir müssen einmal. Ja, können wir gleich nochmal gucken. Ja. Auf jeden Fall, Hauptsache ja. ist eine Koop-Kammer und dann will die uns hier voll gegeneinander ausspielen. Ja, sehr nice. Ja, aber wir kennen die ja nicht anders aus dem ganzen Let's Play. Ich bin nicht nachtragend. Und dann ein paar Sekunden später, also du bist fett, du siehst gesund aus. Alle anderen haben abgenommen, nur du nicht. Du hast sogar noch ein paar Kilo zugenommen. Ja, sieht so geil. Stellt euch vor, jetzt ist sie ja wieder typisch nett wie immer. Gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten. Ich dachte, das sei interessant. Für Gewinner jedenfalls. Ja, genau. So, hier kann ich schon mal ein Portal machen. Ja, und dann auch. Ja, und dann gehst du durch selber. Und dann habe ich dir nicht mal geholfen. Das ist gut so. Richtig. Und dann kann ich aufmachen. Kollaborationspunkte. Ach so, das nochmal gedrückt. Ja, weil es gerade nicht so, geht. So, und dann muss ich, ich glaube, den... Ich vertue mich mal mit den Portalen, welches ich mache. Wenn man einmal den falschen macht, dann, ja, ist schwierig. Ja, dann muss man wieder alles von neu machen, meistens. Ah, da. Gut, dass man seine Portale durch Wände sehen kann. Das ist echt genial. Ja, das ist richtig cool. Da sieht man jetzt das. Da, genau. Ah, ich bin zu nah. Der hat mich nach hinten geschubst. Die Kamera hat dich gesehen. Nein! Achso, das war gar nicht fertig. Das wäre Ende, aber... Schluss jetzt. Aufhören. Ja. Achso, du hast... ...höllischer Schmerzen und Qualen von Testsubjekten. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Alter Schwede. Ist schon hart, ne? Aber... Man ist alles andere, wäre man ja überhaupt nicht drüber gewöhnt. Aber hier sieht aus wie ein X. Jetzt stellt sich ja. Ah, ich, ein X. Also da, achso, das ist ein Symbol an der Wand. Ja, da oben sieht man, genau. Ich würde sagen, das ist wieder zeitabhängig, genau. Also wir haben ein paar Sekunden Zeit, müssen dann also schnell machen. Also schon mal vorbereiten. Was ist das hier? Hier kommt eine Kugel? Achso, die Kugel kriegen wir dann erst, genau. Da oben ist eine Kugel. Ach nee, da ist noch ein Knopf, ja. So. Meine Güte. Also ich frage mich ja noch, also natürlich wissen wir es jetzt schon, aber man fragt sich jetzt trotzdem, wo ist das Spiel einzuordnen? Also jetzt hier dieses Coop-Ding, ist das vorher, ist das nachher, ist das dazwischen, wie auch immer? Ja. Mal schauen, ob wir da irgendwas zu erfahren. Also theoretisch, man sieht ja am Ende von Portal 2, dass die Roboter erst auftauchen. Ich denke mal danach, ne? Weil jetzt wurde ja... Ach so, sieht man das. Der Hauptcharakter wurde ja oben an die Luft gesetzt. Ja. Und kurz vorher, bevor man unten war, wurde man ja sogar von diesen zwei Dingern da begrüßt. Also uns beide jetzt. Jetzt sind wir ja, wie heißt denn immer, Peabody warst du, ja, glaube ich, ne? Und ich war Atlas. So heißen die, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also ich mach mal hier irgendwo eine Zeit an. Also danach, ja. Und dann... Drück mal einfach den Knopf. Müssen wir ausprobieren, was das heißt hier. So. Ja. Jetzt müsstest du noch den anderen unten drücken. Ach so. So langsam. Genau, also jetzt wissen wir, aber müssen wir 4 Stück drücken. Also jeder muss 2 drücken, weil eine einzeln geht, glaube ich, nicht. Okay. So, ich mache dann nochmal eine Zeit. Go! Los! Oh, ich habe den falsch gemacht.
Mann! Ah, es hat, glaube ich, geklappt, aber... Hat aber noch gereicht. Oh. Der Fail ist nicht aufgefallen. Ja, doch, ist er aber. Dank des einen von ja. euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Ja. Gut, dass Menschen spielen und sich wirklich da angesprochen fühlen. Ja, aber ehrlich. Nein, wir sind ja Roboter. Ja, wir haben schon die ersten zwei Level geschafft, ne? Aber leider sagt meine Uhr schon wieder, ihr müsst aufhören. Das ist immer schade, aber tja. Umso besser, umso mehr Folgen kommen raus, umso cooler wird das. Aber erstmal gucken, wo wir jetzt sind. Jawohl. Ah ja, wir fangen ja dann gleich genau. in der neuen Kammer an. Dann, da machen wir dann Pause. Peabody wird hier gerade bei mir angezeigt, also sehen wir dich. Ja, genau, bei mir auch, ja. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt nicht stets gewährleistet sind, sind diese Tests potenziell tödlich. Angesichts des bisherigen Verlaufs wird dies für einen von euch zur echten Herausforderung. Ja, das ist so geil. Wie immer. Eigentlich müssten wir nächstes Mal vor den Dingen aufhören, weil dann könnten wir diesen Text erst hören, wenn wir das aufnehmen. Aber naja, jetzt wissen wir Bescheid. Ja. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Portal 2. Ciao. Ciao.